Jetzt die exklusivsten Luxusoasen. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise rund um den Globus. Mit welchem einzigartigen Chill-Faktor locken diese Traumdestinationen? Luxusoasen weltweit. Zuerst entführen wir Sie auf die Trauminseln im Indischen Ozean, auf die Malediven. Das 5-Sterne-Resort Suneva Jani gehört zu den exklusivsten Luxusoasen auf der ganzen Welt. Die Gäste von Chef-Butler Yasir Hussein kommen mit dem Wasserflugzeug. Oh, hi. Guten Tag, willkommen auf Suneva. Mein Name ist Hussein und ich bin Ihr Barfuß-Butler. Das Schuhe ablegen, das zur Entspannung der Gäste beitragen soll, wird zelebriert. Keine Nachrichten, keine Schuhe. Das ist unser Konzept hier. Wenn Sie mitmachen wollen, können Sie die Schuhe in den Beutel tun und gehen barfuß über die Insel. Die Schuhe gibt es erst bei Abreise zurück. Yasir begleitet die luxusverwöhnte Klientel zu ihren Wasserpalästen mit Außenrutsche ins Meer und Privatpool. Für tausende Euros pro Nacht verwöhnen noch weitere Extras. Wenn ich Ihnen eine schnelle Einweisung geben darf, um Sie mit den Besonderheiten, die wir in der Villa haben, vertraut zu machen. Wenn Sie hier drüben auf O drücken, öffnet sich das Dach der Villa. Ab jetzt ist Yasir von früh bis spät für die Urlauberinnen da. Der Chef-Butler betreut oft mehrere Gäste gleichzeitig. Unsere Gäste haben verschiedene Wünsche. Einige können wir erfüllen, bei manchen brauchen wir ein wenig Zeit. Ich würde nicht sagen verrückte, aber schwierige Herausforderungen, die wir lösen müssen. Diskretion gehört eben auch zur Handschrift eines guten Butlers. Als Barfuß-Butler ist es meine Aufgabe, die Menschen glücklich zu machen. Wir kommen mit ihnen in Kontakt, begrüßen und verwöhnen sie. Wir machen ihnen bis zur letzten Minute des Urlaubs eine Freude. Auch Wein für 25.000 Dollar ließ Yasir schon einfliegen. Heute bei uns die exklusivsten Luxusoasen weltweit. Luxusoase Nummer 2 ist das Schwesternresort Suneva Fushi. Es ist noch bombastischer. Hoteltesterin Domenica Grazi erwägt, die tropische Luxusoase in ihr Portfolio aufzunehmen. Hotelmanager PJ empfängt sie persönlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Willkommen auf Suneva Fushi. Ich bin PJ, der Hotelmanager. Schön, Sie kennenzulernen. Machen wir einen Spaziergang. Vor 7 Jahren gründete die Geschäftsfrau eine exklusive Reiseagentur. Mein Name ist Domenica Grazi. Für mich ist Zeit der größte Luxus und den verschaffen wir unseren Kunden auf höchstem Niveau. Die gebürtige Italienerin hat einen erlesenen Kundenstamm. Menschen, die das Exklusivste vom Exklusiven wollen. Zum Beispiel Wasserpaläste mit bis zu 1000 Quadratmetern. Für ihre Klienten testet sie weltweit die schönsten und teuersten Hotels und empfiehlt sie den Superreichen. Mein erster Eindruck ist traumhaft, also sehr, sehr schön. Für uns ist halt super wichtig, bevor wir ein Hotel an unsere Kunden empfehlen, dass wir das einmal selber persönlich kennenlernen. Domenicas Agentur zählt im Luxussegment zu den Top-Verkäufern am Markt. Die Kunden buchen bei ihr oft First-Class-Flüge plus Top-Hotel. Sie verlassen sich dabei ganz auf Domenicas Urteil. Das ist ein Schlafzimmer? Ja. Oh, toll. Mit magischem Rooftop zum Sternezählen. Die 400 Quadratmeter Villa erstreckt sich auf 2 Ebenen und ist für ein Pärchen gedacht. Wenn man eine gewisse Summe zahlt, erwartet man einen perfekten Service, perfekte Räumlichkeiten. So wie man die Malediven sich auch vorstellt, mit einem perfekten Strand. Das sind schon sehr viele verschiedene Faktoren, die ein Kunde erwartet. Keine Frage, die Superreichen lieben Abwechslung und sind offen für neue Hotspots. Das Luxusresort bietet Chill-Oasen mit Dschungelflair. Für das Juwel, die Sunset Villa, legen gut Betuchte mal eben 30.000 Euro pro Nacht hin. Das ist der private, direkte Strandzugang? Ja, ein direkter Zugang. Zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr sieht man hier einen wundervollen Sonnenuntergang.
In dieser Kategorie ist selbst der perfekte Sonnenuntergang Ehrensache. Luxus definiert jeder anders. Es gibt die Art von Kunden, die unter Luxus goldene Hähne verstehen oder alles aus Marmor. Und andere verstehen unter Luxus genau das, was wir hier haben. Dieses Nachhaltige, dieses Hochwertige, dieser Service, diese Privatsphäre. Dieses Hotel hat es damit in ihren Katalog geschafft. Heute bei uns, Luxusoasen weltweit. Für Luxusoase Nummer 3 fliegt Abenteuerleben-Reporter Cornel Bunz nach Zentralamerika, in die exotische Traumdestination Belize. Oh, das ist ja der Hammer. Direkt am Meer mit so einer Sitz-im-Pool-Bar. Eine Nacht im Badeparadies Ambergris Cay kostet 350 Euro. Das ist so schön, so chillig und so ruhig hier. Ein Restaurant hat das Apartment-Hotel nicht, dafür aber eine Poolbar. What is the welcome drink? It's a famous lighthouse beach rum punch. Rum punch, oui. Wow, this is good, my friend. Would you like to, amigo? Enjoy. Nach dem Sundowner-Cocktail will Cornel am nächsten Morgen endlich den Luxus-Puderzuckersand unter die Füße bekommen. Ende Hotel, Beginn Strand. Das ist natürlich schon der absolute Hammer. Hier ist niemand. Total karibisch. Eine Palme an der nächsten. Ab geht's. In Belize ist es ganzjährig 28 Grad warm. Das sind ideale Bedingungen zum Planschen, würde ich sagen. Nicht zu warm, nicht zu kalt, paar Wellen. Hier lässt es sich chillen. Mit unzähligen Kleinriffen, Sandbänken und über 1000 Inseln, den sogenannten Cays, ist Belize ein absolutes Paradies für Stand-Up-Paddler. Barkeeper Rob gibt den Coach für Cornel. Ich glaube, er hat's raus. Das kleine Belize mit nur 405.000 Einwohnern ist die Touristenhochburg in Zentral- und Mittelamerika. Cornel cruist zum Secret Beach. Wenn hier schon Secret Beach in so großen Lettern steht, dann kann man davon ausgehen, dass der so secret vielleicht gar nicht mehr ist. Das ist ja mehr so eine Art Partyzone, oder? Hallo. Echt ein cooler Beachclub hier. Massagezelte, Hängematten, Wasserschaukeln. Die haben einfach mal die ganzen Tische und Stühle mitten ins Wasser gestellt. Für noch mehr Chill-Faktor ordert Cornel einen Mango-Daiquiri. My drink! Thank you so much! Amerikaner und Kanadier feiern hier eine Beachparty. Is it good? Schmeckt fantastisch. We can double. Oh, come on. I can take it. Am nächsten Tag gönnt sich Cornel für 50 Euro einen Schnorcheltrip zum zweitgrößten Korallenriff der Welt. Größer ist nur das Great Barrier Reef in Australien. Das ist der absolute Wahnsinn. Ey, du siehst gar nicht mal, ob es ein Hai ist oder ein normaler Fisch. Riesengroße Haie. Solche Dinger. Die beißen aber nicht, oder? Doch, die beißen. Sei vorsichtig und lass lieber etwas mehr Abstand. Okay, was essen die? Vor allem Fisch und Krebse. Um das Spektakel abzurunden, schaut nach den Ammenhaien auch noch eine Schildkröte vorbei. Tauchen wie in einem großen Aquarium und an karibischen Stränden die Sonne anbeten. Das ist die Luxusoase Belize, das versteckte Juwel zwischen Mexiko und Guatemala.